Oh, der hat uns wohl nicht entdeckt. Ah, yeah! Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer Runde Ender Games. Ja, wir sind hier in der Lobby und warten, dass das losgeht. Es tut mir leid, dass die letzten zwei Tage keine Videos kamen. Ich habe einiges machen müssen am Wochenende, einiges vorbereiten auch fürs neue Projekt und so weiter. Und dann nehme ich heute die erste Folge auf. Natürlich ist, also das ist ja kein Spoiler, wenn ich sage, ja, der Pixel Battle ist dabei. Es sind noch ganz viele andere YouTuber dabei. Und auf jeden Fall bin ich mit dem lieben Pixel Battle in einer Stadt. Und so, jetzt muss ich erstmal gucken, welches Kit soll ich nehmen? ich weiß es nicht. Was bringt mich denn jetzt am meisten nach vorne? Ich glaube, das Chamäleon. Aber das Chamäleon habe ich schon so oft hochgeladen, Mann. Ich bin jetzt einfach mal einer der, ja, was nehmen wir denn? Oh nee. Oh, jetzt konnte ich. Jetzt habe ich das. Oh nee, jetzt habe ich irgendein Kit, oder? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Geht jetzt richtig los. Ich bin echt gespannt. Okay, hier gibt's Bäume. Das ist schon mal super gut. Ich bin erst aufgestanden. Deswegen klinge ich vielleicht noch so ein bisschen müde und so ein bisschen so. Aber ich bin nicht ja schon topfit. Ich dachte mir so, ja, ich muss jetzt dann gleich rausgehen. Aber ich nehme für euch noch schnell eine Folge auf, dass ich die in der Zwischenzeit schon mal hochladen kann. Weil das dauert ja hier bei einem Internet ewig, Alter. Ewig. Wow, 3 Dias. Yo, yo. Oh, wir haben die 3 Dias nicht bekommen. Ja. Das war aber irgendwie klar. Das war so klar, Mann. Oh, da hinten ist noch eine Kiste. Die möchte ich haben. Und seit wann spawnt man denn im Dunkeln? Das war bei mir auch ganz selten mal. Oh, jetzt habe ich die 3 Dias dafür. Haha. Ganz guten Stuff jetzt bekommen. Ganz, ganz guten Stuff. So, und... Und das hier noch. So. Eine Werkbank. Zarab. So, jetzt gehen wir hier hoch. Gucken, ob vielleicht hier noch irgendwo eine Kiste lummert. Moment. Das Schwein möchte ich natürlich dann sofort sein. Achso, wir sind Chamäleon. Oh, okay. Nee, aber das Huhn sieht man nicht so gut. Deswegen möchte ich das Huhn sein. 15 Sekunden, okay, jetzt muss ich mich beeilen und zack 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 und zack. Boah, jetzt habe ich mich kurz erschreckt. So, die Werkbank nehmen wir uns wieder mit. Die Knochen lassen wir, falls wir Hunde finden. Und oh, ein Bogen, oh, toll. Ich mag Bogen sehr gerne. So. Dann können wir uns auch noch, wenn es sich ausgeht, gleich noch eine Hose machen. Und tolle Schuhe. Perfekt. Und dann hole ich mir hier jetzt gleich noch wieder die Werkbank und weiter geht's. Ja, gut, weiter geht's. Ich laufe jetzt einfach mal in die Richtung von dem Gegner hier. Ich möchte ja auch ein bisschen Spannung haben. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Kleines bisschen. Oh nee, ich wurde geportet. Dann möchte ich aber, glaube ich, jetzt dann ein Schaf sein. Weil dann bin ich hier in der Schafsherde und da fühle ich mich wohl. Ja, ja, ja. Hier ist gerade eine gespawnt. Oh, 2 Diamanten. Oh, oh. Meine Werten Lords, meine Werten Ladies. Wenn das so heißt. Oh Mann. Nee, wieso hole ich mir denn den scheiß Speed? Den haben wir weggeholt. Perfekt. Und dann möchte ich wieder das Huhn hier sein. Weil das Huhn ist einfach so klein, das sieht man nicht so gut. So klein, klein, klein. Du, 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 du.
Oh nee, der wurde gepottet. Und wir sind eh nicht so gut ausgerüstet. Und der, habe ich gerade gesehen, ist mega gut ausgerüstet. Aber... Oh nee, und genau den Brustpanzer haben wir jetzt nicht bekommen. Genau das, was wir brauchen. Och Mann. Also wir sind heute echt irgendwie ein bisschen vom Pech verfolgt. Irgendwie doch schon, oder? Leute. Irgendwie doch schon. Das Feuerzeug, was könnten wir uns denn machen? Hier, das brauche ich nicht. Und die Federn, das brauche ich auch nicht. Und das? Ja, das brauche ich. Okay. ich sollte schnell wieder Tiere finden, damit ich mich... Oh, da oben ist ein... Da ein Schaf. Ein süßes, netter Schaf. Ich mag dich. Komm her. Tut mir leid. Ich musste mich in dich verwandeln. Das war meine Bestimmung. Wir haben noch keinen Brustpanzer. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. So. Da vorne ist ein Verzauberungstisch. Ich möchte mein Schwert verzaubern. Ich möchte das. Und nee, aber es ist 152 Blöcke entfernt. Das geht sich alles nicht aus. Okay, das ist der da vorne. Der mit den Toolen Imba-Sachen. Komm her, ich möchte dich töten. Okay, den haben wir. Der hatte bessere Schuhe. Aber ich weiß jetzt nicht, wo sie sind. Mann, sie sind... Ah, hier sind sie. Schnell das hier weg und zack. Und jetzt müssen wir uns schnell wieder verwandeln. Wo war denn jetzt das Schaf hier? Ach, hier. Und zack. Perfekt. Ich warte auf den nächsten Port. Danach, Leute. Danach, verzaubern wir. Versuche ich zumindest. Und dann mache ich mir noch einen Brustpanzer. Okay, 144 Blöcke. Einen Verzauberungstisch müsste ich jetzt finden. Obwohl, ich kann hier erstmal eine Werkbank machen. Und dann mache ich mir erstmal hier einen Brustpanzer. Und das nächste Gold behalte ich mir dann für den goldenen Apfel. Apfel, ja klar. Apfel. So. Die Angel können wir vielleicht noch runtergeben. Nee, den Wassereimer möchte ich jetzt haben. Ja, so. Perfekt, wir haben 7 Level, Alter. Wir können richtig gut verzaubern. Aber wir finden hier ja keinen Verzauberungstisch. Nie. Oh Mann, das ist so gemein. Sind wir jetzt eigentlich noch... Oh, hier ist einer. Und Level 1 Schärfe und Level 1 Stärke und Schutz. Perfekt. Sonst möchte ich die anderen Sachen noch nicht verzaubern, weil wir, glaube ich, noch bessere Sachen bekommen können. Vielleicht war es ein Fehler, dass ich das jetzt nicht gemacht habe. Oder auch nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man spekuliert nur. Aber ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Nee, Leute, ich glaube, ich möchte das auch noch verzaubern. Ich möchte das einfach. Schnell. Auf Level 1. Ich möchte das auf Level 1 verzaubern. Haltbarkeit, perfekt. Haltbarkeit, das ist das, was sich jeder Mensch wünscht. Und Schutz. Okay, wir haben 3-mal Schutz und 1-mal Haltbarkeit. Mal gucken, ob das so gut geht. Oh Mann, ich freue mich schon so, wenn das neue Projekt online geht, Leute. Ich freue mich schon so sehr. Oh, der hat uns wohl nicht entdeckt. Der hat ein verzaubertes Schwert, das ist super. Aber der hatte noch hier bessere Sachen. Okay, Haltbarkeit. Perfekt. Yeah. Und jetzt töte ich hier noch schnell das Schwein. Boah, ich habe mich voll erschreckt, ey. Jetzt. Oh Mann. Also da muss ich sagen, ich liebe das Chamäleon ja einfach. Das ist einfach mein Lieblingskit. Das ist einfach mein Lieblingskit. Da kann man sagen, was man will. So, zack. Schutz. Einfach mal eine komplette Schutz, Rüstung. 87 Blöcke. Ich mache mir noch ganz schnell einen goldenen Apfel, Leute. Zack, goldenen Apfel. Perfekt. Also bei uns ist gerade alles so, wie es sein sollte.
Aber der Wassereimer muss da noch nach unten. Okay. Ja, das ist doch super, oder? Ich esse den goldenen Apfel dann, wenn ich ihn sehe. Ich glaube, ich esse ihn jetzt so. Nein. Oh nein, Leute, nein, nein. Und jetzt noch mit dem Bogen drauf. Okay, ich habe gewonnen, lol. Also das war jetzt ein nicht so epischer Endkampf, aber er war wenigstens schnell und ich habe gewonnen. Ich habe wahrscheinlich wieder wilde Zungenspiele gemacht. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich finde es cool, das war jetzt meine erste Runde. Und die hat gleich geklappt. Geht doch alles viel besser, wenn man ruhig ist und nicht so, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, dann klappt das alles ein bisschen besser. Okay, jetzt packe ich hier fest, ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay, jetzt. So, Leute, also, ich muss ja jetzt kein Fazit mehr zu dem Kit hier geben. Aber viele haben mir in die Kommentare geschrieben, nach Ender Kids, Thomas, beziehungsweise Boomstory, machst du jetzt noch Ender Games? Täglich Ender Games muss sein, bla bla bla. Natürlich, Leute, ich versuche natürlich täglich Ender Games zu bringen. Und ich versuche eigentlich dann täglich jetzt das neue Projekt zu bringen, plus täglich Ender Kids, Ender Games. Und natürlich dann, wenn Ender Kids wieder startet, auch Ender Kids. Und ich denke, das ist ganz gut so. Und vielleicht auch mal 3 Videos am Tag. Könnt ihr entscheiden in die Kommentare. Lasst doch mal alle eine Bewertung da, die bis hierhin gekommen sind. Würde mich echt sehr, sehr freuen. Dann sehe ich mal, wer alles so aktiv ist. Und generell, wenn es euch auch gefallen hat, würde ich mich auch sehr über eine Bewertung freuen. Und ja, Leute, konstruktive Kritik in die Kommentare, Verbesserungsvorschläge. Und ich würde sagen, if you're happy in the nerd, clap your hands. Und tschüss.